Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit dem Voucher, mit unserem Alderle. Schlechtes Wetter, die Nacht ist bereits herangebrochen. Wir werden uns ganz kurz stärken, meine Lieben, und dann möchte ich heute auf der Insel ein bisschen was abfarmen. Zum einen hauen wir mal eine komplette Axt durch, würde ich sagen, mit Holz. Wir nehmen Blumen mit. Ich will heute auch noch eine zweite Farbmischermaschine hinstellen, damit wir eben zügig die Farbe nachfarmen können. Ansonsten einmal um die Insel getauchten Haken durchschießen und den Haifisch nochmal machen, dass wir einigermaßen ausgerüstet sind. Ich war gerade dabei, die Axt herzustellen für uns, sodass wir jetzt dann auch gleich los können. Nehmen wir uns vier Seile raus, dann fehlen noch zwei Schrott und ein Bolzen. Und dann sind wir es eigentlich auch schon. Ein Bolzen und zwei Schrott. Dann haben wir wieder Materialien, dann kann es bei uns ganz gemütlich weitergehen. Ich räume alles raus, was ich nicht brauche. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz zur Toolskiste. Machen wir heute eine gemütliche Inselrunde. Tiere nehme ich keine mit, habe ich mir überlegt, weil es jetzt im Moment schon an einem Punkt ist, wo es sehr, sehr anstrengend ist, da rechtzeitig immer hinterherzukommen mit den Batterien. Können wir aber dann trotzdem, glaube ich, so verbleiben, dass wir noch weitere Tiere in unserem Kader aufnehmen werden. Und zwar, wenn wir ein besonderes Lama finden, wäre es nicht schlecht. Und natürlich Hühnchen. Bei Hühnchen lasse ich nicht mit mir reden, die nehmen wir alle mit. So, meine Lieben, pass auf, wir machen uns kurz hell. Wie fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir grasen erstmal ein bisschen die Insel ab. Ich will auf jeden Fall halt Blumen mitnehmen. Guck mal, das Zeug ist auch durchgeschossen, habe ich gar nicht gesehen. Unsere Lederausrüstung ist auch schon wieder durchgeschossen. Die baue ich jetzt aber auch nicht nach. Schweinchen haben wir schon gemacht bereits. Jetzt pass auf. Guckt. Was? Ein Fleisch, zwei Fleisch. Dann essen wir die. Die gönnen wir uns jetzt einfach. Die haben wir uns nämlich verdient. So, Nummer 1. Dann drüben sollten noch Kartoffeln sein. Jawohl, ja. Die gönnen wir uns natürlich auch. So, und dann werden wir mal bis zur Abenddämmerung schön ein bisschen Gas geben. Hier muss dann später Holz rein, dass die Sachen weitergebaut werden. Beziehungsweise weitergekocht werden. Weitergebaut ist gut. So, trinkt man nochmal einen Schluck. Weißt du was, ich hole das immer gerne ganz raus, auch wenn ich es nicht brauche, weißt du? So, jetzt haben wir nur das Problem, ich weiß nicht mehr, wo meine Trinkflasche ist. Die habe ich irgendwo hingeräumt, ne? Jetzt pass auf, gehen wir am besten gleich direkt los, oder? Genießen wir nochmal den Anblick vom oberen Deck. Zweiten Farbmischer will ich drüben reinsetzen, in unsere Farbkammer. Ja, ich liebe doch unser Flößle. Es wird schön. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück in den Müllstrom. Und dann geht es natürlich klassisch weiter hier mit dem Spiegeln dieser Seite. Jetzt pass auf, den Haifisch habe ich da, will ich noch einmal machen. Idealerweise. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Gibt es hier viel Zeugs zum Abtauchen? Ja, schon, da unten ist auch eine Kiste. Wir gehen aber erstmal kurz hoch, würde ich sagen, auf dem Rückweg, wenn wir den Haifisch dann machen. Denk mal dran, dass hier eine Kiste unten war, ne? Auf jeden Fall nehmen wir Holz mit. Alter, ja, wenn das jetzt seitlich hier noch schräg zu ist, die Seite zu ist, dann gibt es schon ein Bild. Das ergibt schon ein Bild. So, einzige Gefahr auf der Insel ist jetzt natürlich noch, A, seid ihr da? Habe ich euch zugeschalten? Der Vogel, ansonsten haben wir hier nämlich alles so weit rein und clean. Nehmen alle Farben mit, würde ich sagen, die wir jetzt noch so finden. Grab mal so ein bisschen, da habe ich heute tatsächlich auch Lust drauf, so ein bisschen die Insel abzufarmen. Normal lasse ich das ja immer alles ganz, ganz stehen, ne? Komischerweise, man ist ja immer froh, wenn man Zeugs hat. Aber ich habe die Taschen immer so schnell voll, wenn ich hier alles mitnehme. Da habe ich echt nicht jedes Mal Lust drauf. Hey, du Sack! Außerdem bist du eins der Probleme hier auf dieser Insel. Den Schmutz haben wir schon geholt. Können wir nachher auch gleich Wiesen machen, wenn wir wieder drüben sind. Hier, gucke mal. Melonskies. Weiß nicht, ob ich die gelbe Farbe jetzt unbedingt brauche. Vielleicht. Ah ja, doch, für unten. Passt doch. Ah ja, passt doch. So, jetzt müssen wir nur einmal dem Vogel ausweichen. Wo ist denn der? Im Moment sehe ich ihn nicht. Wir hören natürlich hin. So, die kleine Insel haben wir. Wir haben auch noch jede Menge Taschenplatz. Das war's. Können wir rübergehen. So. Jetzt höre ich ein Kratzen. Machen wir da drüben die nächste kleine Insel gleich. Dann passt es auch. Kurz mal unter Wasser. Hochgeguckt. Da schmeißt da wieder der Sack. Hier Melone. Am Rand sogar ist sie geklebt. Oben waren wir schon, ne? Das heißt, wir machen jetzt hier drüben die kleine Insel. Lumlilum, rot, also eine richtig reine Farmrunde, ne? Machen wir jetzt. Und zwar so lange, bis es dunkel wird. Das ist so mein zeitliches Limit. Haben wir hier schon einiges geholt oder wie sieht denn das aus? Ja, da ist nur noch Farbe. Nehme ich trotzdem mit. Wenn wir jetzt zwei Farbmischer haben, können wir die natürlich wunderbar durchflatzen lassen. Dich lasse ich hier. Du kannst mit den anderen Tieren hier bleiben. Ich nehme euch nicht mit. Ich habe so viel Lamas. Es sei denn, du wärst jetzt über Nacht weiß geworden, dann vielleicht, ne? Hör das?
Vogel ist da, da komm da. Nein, lass mich. So. Ja, wir gucken auch ein bisschen Schrott, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, Schrott und so mache ich am liebsten halt wirklich an den kleinen Inseln, ne? Er kratzt wieder, gell? Sieht niemand? Ja, komm da. Ja, wie schön, dass wir die im Griff haben können. Ich glaube, da wächst noch Ananas. Ne, ist nochmal eine Blume. Blümchen, Mümchen. Die Kiste nehmen wir natürlich mit, die noch unten im Wasser ist. Hier sieht es jetzt abgegrast aus. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, wenn man es genau nimmt. Ne? Mal so eine Insel richtig viel Zeugs mitgenommen. Da kommen da schon wieder. Gut, die haben wir jetzt auch befreit. Machen wir da vorne gleich weiter. Und die mittlere nehmen wir zum Schluss, wenn wir noch Taschenplatz haben. Beziehungsweise die gehört zur mittleren dazu, glaube ich. Die Ziege lasse ich sogar da, ne? Ja, was soll das? Weißt du, wenn wir jetzt alles vollstopfen, ich komme ja kaum hinterher mit Batterien bauen. Jetzt, aber ich muss noch mal gucken, den Schmutz haben wir doch mit, oder? Ja, den Schmutz haben wir hier rausgeholt, das weiß ich noch. So, oben rum lasse ich jetzt erstmal offen. Tauchen wir mal hier kurz rein. Was ist denn das hier? Ich dachte gerade, ich habe noch mal einen Schmutz gefunden oder so. Da oben kreist er, ne, der Sack. Das nehmen wir natürlich mit aus diesem Becken. Da stehen nochmal Blümchen. Wie sieht's Taschenplatz aus? Haben wir noch. Ja, das lohnt sich. Sag mal, bei den kleinen Inseln hast du die Taschen immer ruckzuck voll, ne? Wo hab mich jetzt blau gesehen? Wo hab denn ich jetzt hier blau gesehen? Hinter mir waren blaue, aber ich dachte, ich habe da noch mehr gesehen gehabt. Die weißen nehmen wir natürlich auch mit. Da oben, hier auf dem Hain, die kompletten blauen Blumen nehmen wir mit. Schön, wie sie farblich so separat stehen, ne? Die Ananas, die will ich auf jeden Fall. Und dann geht's hoch zum Hain. Jo, das gehört auch dazu, ne? Gemütliches Ründle hier, dann haben wir wieder Farbstoffe. Und du hast ja gesehen, wie schnell die Farben verbraucht waren, obwohl ich wirklich vorausgeplant hatte schon ein bisschen. Ne? Wir sind also nicht auf dem letzten Drücker gekommen, wir hatten Farben. Hier ist eine dunkle Ziege, haben wir aber auch schon ganz viele davon. Blau, hier ist noch eine Ananas. Ananassalze nehmen wir immer mit. So. Was ich nicht unbedingt mitnehmen muss, sind die Samen. Weil da haben wir echt Unmengen. Und ich benutze die doch gar nicht. So, nehmen wir lieber die Farben hier mit. Hier oben den Baum noch. Ja, mal gucken, ob wir die ganze Axt durchschießen. Vom Gefühl her würde ich sagen, haben wir jetzt so einen halben Ingame-Tag irgendwie erlebt schon. Sollte man vielleicht gleich mal Richtung Tauchrunde gehen. Da drüben auf diesem Stück, auf dem Berg, da will ich auch noch die Bäume. Sehr cool, das heißt, wenn ich die immer rauskick. Nehmen wir die Melone hier rüber, da können wir ja gleich schon mal futtern. Ja, es kommt so gut, habe ich sie noch nie abgefahren, die großen Dinger. Da kann ruhig ein oder zwei Bäumchen, können da ruhig stehen bleiben. So, also. Vogel, der guckt auch schon wieder. Der guckt auch schon wieder, wo er zugreifen muss. Wie viel Holz haben wir jetzt? Naja, so zwei Bäume nehme ich schon noch mit. Passt. Sollte man vielleicht abladen, bevor ich tauchen gehe. Sonst haben wir, wenn ich die Kiste ausräume, vielleicht gleich wieder die Kappe auf. Da hinten die Palme schnappe ich mir noch, Leute, und dann hauen wir ab. Schmutz haben wir geholt, die Kiste haben wir geholt, Schweinle haben wir gemacht, nach Tieren haben wir geschaut, uns dafür entschieden, eine Runde auszusetzen. Jetzt noch ein bisschen Holz und Farbstoffe abgegrast, bleibt noch tauchen. Und dann haben wir hier richtig schön was rausgeholt, finde ich. So. Jo, das ist doch okay, das reicht doch. Jetzt laufen wir noch da hinten den Strand entlang. Wir können natürlich hier auch schon mal reinhüpfen. Dann machen wir hier noch ein bisschen grasen, bevor wir zum Fluss zurückgehen. Ist so. Ja, normalerweise bräuchte man mal so richtig Fettmaterial. Hier ist nichts zum Abgrasen. Hier ist nichts zum Abgrasen. Dann schnappt er die Palme noch da oben. Und hopft dann auf der anderen Seite nochmal kurz rein. Lumlilum. Vielleicht finden wir auch noch irgendwie schwarze Blumen hier auf der Insel. Schwarz fehlt uns ganz viel noch. Ich will nämlich die ganzen Fundamente noch ausmalen. Ja, wir haben ja nur die eine Seitenschräge angemalt bis jetzt. Gott, die Zeit flitzt trotzdem. Egal, was du machst, ne? So, flupp. Hallöchen, Popöchen. Da vorne sehe ich
Sehe ich Bewuchs am Grund. Da können wir kurz reintauchen. So. Denk dran, dass da auch Kugelfische sein können. Du hast kein Dings dabei, ne? Nur dein Speer. Dann versuchen wir dann vielleicht mit dem Speer zu machen. So, auch heute natürlich wieder unser ausgesprochenes Farmziel. Metall. Ich lasse keine Steine reinholen. Hier waren wir hier schon. Sieht gerade so ein bisschen danach aus, gell? Hier klemmt Zeugs, das nehme ich mit. Schön nach den Schatten vom Kugelfisch gucken. Schaffe ich die zwei, bevor ich hoch muss? Drei sogar. Also dann hoch und schön um die Achse gedreht. Du Elendiger, ne? Ich muss es dann aber, wenn, unter Wasser machen. Habe ich ihn erwischt? Kriegt man den überhaupt mit dem Speer? Ja. Ist aber natürlich eine Geschichte, ne? Hey, wir haben den tatsächlich mit dem Speer gemacht. Ich habe nämlich den Bogen vergessen. Solange alleine ist es auch kein Problem, ne? Ich danke dir, mein Freund. Sehr, sehr lieb von dir. Aber da bist du schon doppelt vorsichtig, ne? Ja, wenn der platzt, die Vergiftung, die man kriegt, die ist nicht ohne. Ruckzuck, bist du nämlich hier und hast den Loot verloren. Vielleicht sollte ich nicht so viel Risiko eingehen, wenn ich die Taschen voll habe, ne? Ist wieder so ein typischer Moment. Wir gehen ausladen jetzt, dann hole ich Pfeil und Bogen und dann gehen wir nochmal rein. So, weiter geht's. Guck, dass du hier abhaust. Oh, aber das ganze gute Zeug kann ich jetzt nicht hier liegen lassen. Einer. Zwei. So, der Haken wäre durch. Wo ist denn das Floß? Hey, komm, wir tauchen zumindest ein paar, nehmen wir mit. Ja, komm, ich kann das jetzt nicht liegen lassen, nur wegen Kugelfischen. Wir kriegen die ja platt, ne? Wir haben es ja jetzt gesehen. Es funktioniert, wenn man will. Darfst nur nicht zu nah dran, sonst macht's Pups. So, ich glaube, das reicht. Rest grasen wir vorne bei uns das Viertel schön ab. Da, wo wir die Kiste gerade vorhin gesehen haben. So, wir brauchen jetzt wahrscheinlich gleich den Speer wieder. Lass mich nochmal runter. Lass mich nochmal runter zum Gunther, dem Kugelfisch. Schalalalala. Okay, ich kann es dann natürlich jetzt aber auch nicht lassen, wenn ich schon hier unterwegs bin. Kugler! Schleich dich ja nicht an, Alterle. Ich überlege die ganze Zeit, ich habe ja vor ein paar Folgen schon gesagt, wir müssten mal wieder ein bisschen Honig finden, ne? Ob wir vielleicht tatsächlich mal Kurs auf Balboa nehmen und einfach da den Honig abfarmen. Weißt du, der spawnt ja wieder, so wie ich das in den Kommis gelesen habe. Weil da jetzt aufs Glück weiter zu hoffen, sonst haben wir nie Sprit. Boah, hier, das nehme ich jetzt noch ein bisschen mit am Rand, weil ich tauche nachher hauptsächlich bei mir unterm Floß ein bisschen rum. Einmal. Im Moment sehe ich mal noch nichts. Nö, ne? Da die zwei nehme ich noch mit. Besser als kein Schrottkohl. So, ich gehe auf den Speer. Da war eine Blase wieder. Haifisch ist da vorne. Machen wir den gleich? Ja, machen wir gleich. Ich gucke nur mal kurz, ob mir ein Kugelfisch folgt. Ich sehe im Moment keinen. Nee, wir gehen erst ausladen. Das Risiko, jetzt hier noch irgendwie was zu verlieren, wäre jetzt ja blöd, ne? So, wir haben auf jeden Fall ein paar Erd... Ah, das war mein Netz. Ein paar Erze haben wir geholt, das heißt Kupfer rüber. Dann hauen wir... War das nur Kupfer? Dann können wir das Lehmstück hier rüber machen. Einen Kugelfischkopf haben wir abgesahnt. Der kommt natürlich in die Kiste des Glücks. Dann haben wir ein bisschen Obst. Also Früchte. Bum, bum. Das sind dann die Farbstoffe, das kommt dann in die Kiste, die darf auch noch rüber, die darf auch noch rüber. Alles klar. Halt! Trinken und auffüllen. Ich habe gerade gesehen, du hast hier nicht aufgefüllt, Digga. Jo, dann haben wir jetzt eine Farmrunde. Guck mal, dass wir heute gegen Ende der Folge auf jeden Fall zurückkommen ins Meer. Und das war's dann aber auch schon, weißt du? Und dann müssen wir echt mal uns um die Sachen kümmern, die wir wirklich gezielt dann brauchen. So, nochmal ganz kurz hier reingeflutscht. Dann mache ich das Kracherpulver hier mit dazu. Dann habe ich Holz gefarmt. Scheinbar. Ah ja, richtig klar. Wir haben ja gerade auf der Insel Bäume gemacht. Dann können wir das hier schön durchlaufen lassen. Guck dir das an. Jo, jetzt wird es eh Nacht. Dann schlafen wir noch kurz und dann gehen wir tauchen. Und dann sind wir fleißig gewesen, ne? Und das gehört halt dazu. Den zweiten Farbmischer will ich ja noch aufbauen. Was kostet eigentlich so eine Farbmischergeschichte nochmal?
Die Farbmühle, ja, die Mats haben wir. Die Materialien haben wir. Weiß, gelb, blau und rot. Das kann hoch. Die Dings machen wir noch weg, die Schrott. Pennen natürlich gleich. Stärken uns. Und dann gehen wir nochmal kurz den Haifischblatt machen. Das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Wenigstens das, weißt du. So, Maschinerie. Wenn ich könnte, hätte ich ja die Mats schon besorgt, ne? Aber momentan ist echt übel mit mir. So, jetzt gehen wir in die Küche. In die Küche. Wo unser Herzchen wohnt. Gut, wir machen ja den Hai gleich nochmal. Das heißt, die kann ich jetzt beide essen. Dann gönne ich uns vielleicht noch ein Omelette. Das reicht. Das reicht für das, was ich vorhabe. So, meine Lieben, auf geht's. Wir gehen den Haupteingang. Den neuen, zukünftigen Haupteingang. Ja, da müssen wir noch einiges machen. Aber die Insel ist auf der anderen Seite. Das wäre jetzt blöd. Oh, hier war er auch. Reparaturarbeiten müssen wir gleich machen. Guck mal. Da waren schon mal auf der Seite alleine drei. Da vorne fehlt eins, sind vier. Unser Floß kriegt langsam Performance-Probleme. So. Einmal ins Wasser, untergetaucht und geguckt, wo er ist. Wo bist du denn, Alter? Ich will jetzt wissen, was in der Kiste... Oh, Alter, ich lieb das. Guck dir das mal an. Das ist schon cool. Da vorne kommt da der Kollege. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal angedötzt haben oder ob er nochmal frisch aufgespießt werden muss. Wenn wir gleich erleben. Und trotzdem ein Auge auf die Kugelfische halten. Weil ein Hai und ein Kugler gleichzeitig und du hast echt die Kappe auf, ne? Aber ich sehe hier keinen. So, weiter geht's. Ein paar Metallschrott nehmen wir hier noch mit gleich. Oh, cool, wir haben den schon. 2, 3, 4. Kopf lasse ich dran, hebt's länger, ne? Luft holen und jetzt erstmal die Kiste. Jetzt holen wir uns erstmal die Kiste. Wo ist denn die? Wo habe ich die gesehen? Da ist irgendwo ein Kugelfisch, ich habe ihn gerade schwimmen sehen. Da, guck. Alter, aber knappe Geschichte ist trotzdem, gell? Ich trau den halt nicht, den Zecken. Ich trau den nicht. So, was, aber wo hab ich das gesehen? Das war dann vorhin weiter da vorne. Ja, aber wenn das so gut läuft mit den Kugelfischen, glaube ich nicht, dass ich nochmal einen Bogen baue, extra für die. Ja, aber du kannst halt vom Abstand, das ist halt einfach gescheiter, ne? Vogelschatten? Glaubst du, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich die Kiste hatte? Da, das nehme ich jetzt noch komplett mit, bevor ich auftauche. Das hier und das da. 1, 2, 3. Nach oben, hinter dich geguckt. Ey, wo haben wir die Kiste vorhin gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind ja von da gekommen, sind dann wahrscheinlich schnurstracks darüber. Ich nehme an, dass es dann da hinten ist. Hier ist sie auf jeden Fall nirgends, ne? Hallo, mein Freund. Wo hab ich die Kiste gesehen? Da, da ist es. Und da tauchen wir jetzt noch den Schrott ab und dann geht's zurück aufs Meer. Machen wir heute eine knackige Runde. Dann haben wir ein bisschen was zum Basteln morgen, ne? Oh, halt, den Farbmischer machen wir noch zusammen. Entschuldigung. Bleibt noch da, nicht abhauen. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. So, erstmal die Kiste. Ja, sehr schön. Schrott 1. Schrott 2. Schrott 3. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Schrotti 4. Die zwei Erze da vorne will ich noch. Und dann können wir abhauen. So, meine Lieben. Haben wir ein bisschen Material besorgt. Wir brauchen ja noch ganz viel für die Verstärkungen seitlich. Ich habe mir mittlerweile auch überlegt, weil die Fundamente sind ja an sich nicht teuer, dass ich einen, so eine Art Haifisch-Beißreihe dazu bauen werde. Ne? Dass der einfach außen rum beißen kann und ich da ab und zu einfach ein paar Dinger hinsetzen. Gut. Dann haben wir unsere Ruhe. Ich glaube, hier hat er auch schon ein Loch reingemacht. Guck mal. Ah ja. Guck. Guck mal, wie viel der hier hat. Wir müssen kurz reparieren gehen. Dann geht die Folge doch noch ein bisschen länger. Reparieren und das Ding will ich noch machen. So, komm her. Ich nehme gleich mal ein bisschen Holz hier raus. Hier nehme ich auch gleich ein bisschen was mit. Und zur Sicherheit hier schon mal ein bisschen was mit. Dann hauen wir... den Hammer habe ich drüben bei den Tools, glaube ich. Machen wir den Kopf hier rüber. Dann würde ich kurz die zwei Kracher durchlaufen lassen. Die zwei Kracher und zwei hiervon.
Oh, die habe ich gar nicht gesehen gleich. Das können wir rausholen hier. So, also Kracher 1, Kracher 2. Metall 1, Metall 2. Weil das müssen wir machen. Das Zeug nachfarmen. Sehr schön. Da haben wir jetzt wieder 24 Stück, ne? Ihr wisst, wofür wir sie brauchen. So, und bringen wir noch unser Metallschrott kurz weg. Nummer 8 dazu. Haben wir auch 27. Scharnierchen haben wir hier auch noch ein paar. Kracherpulver. Wo würde ich denn das sammeln wollen? Hier, oder? Ey, gucken wir mal. Und Wiesen müssen wir auch noch machen, ne? Gehen wir kurz in die Küche, den Haifisch drauflegen. Und natürlich Anker rein. Ich will zurück aufs Meer. Ich will zurück. Zurück aufs Meer. Ich will zurück. Zurück aufs Meer. Kommst du mir? Aber verzeiht. Entschuldigung. Ich weiß, manchmal geht es halt mit mir durch. Was willst du machen? Man ist, wie man ist, oder? Man ist, wie man ist. So. Die Geschichte haben wir. Dann lass mich es mal so formulieren. Ich guck mal eben kurz, ob wir auf Kurs sind. Die Hühner. Die sind noch fit, ne? So, und dann gehen wir den Hammer rausholen und dann reparieren wir erstmal. Ja, wir treiben, glaube ich, weg von der Insel. Alter, das Floß hat heute Bewegung, mein lieber Mann. Respekt. Hier ist mein Hammer. Und da ist auch noch Holz. So, muss ich was da lassen? Eher nicht, ne? Gehen wir erstmal reparieren, bevor uns irgendwann hier noch die Viecher irgendwie weggebissen werden. Machen wir eine gemütliche Runde außenrum. Hier zum Beispiel. Kannst du aber dran, den Hammer trotzdem dran lassen. Hier zum Beispiel. Weißt du, wenn ich dann hier später einfach mal so ab und zu dem Haifisch so ein paar hinbau, dann kann er die abbeißen. Für uns ist es eine kleine zusätzliche Sicherheit, weil es dauert eine Weile, bis hier alles so abgesichert ist, wie ich es gerne hätte, weißt du? Wisst ihr ja von eurem eigenen Floß. Ich habe ja schon mitgekriegt, ich bin ja der Einzige, der so einen Riesenschüssel hat. So, Leute. Gerade hier einfach so zwei dazusetzen, dann kann er die wegbeißen, wir haben unseren Frieden. Weil das kostet nicht die Welt. So, vorne ist wichtig, dass wir da noch kurz durchgucken. Und zwar hier, hier und hier. Da könnte man natürlich dann mit Verstärker zumachen, das ist klar. So, dann lass uns doch den zweiten Farbmischer noch bauen heute, so zum Ende. Und morgen geht es dann hier gemütlich weiter, weil dann... Wo baue ich denn den hin? Wo baut man denn den hin, Leute? Die Farbmühle braucht 6 Schrott, 3 Seile, 2 Stein. Okay. 6 Schrott... 2 Steine und 3 Seile. So. Nochmal eine Farbmühle, weil dann kriegen wir nämlich schneller die Farben zusammen, weißt du? Ja, jetzt sammelt sich auch in den Netzen wieder die Dinge. Sehr gut. Ich würde einfach sagen, den ziehe ich. Den könnte man da hinsetzen, wenn ich das hier weghack. Das war nicht das, was du weghacken wolltest. Den nebendran. Hauptsache draufkalben hier, bin Könner. Hier, den da. Und da haust du dann die Farbmühle dazu. Genau, oder? Das gefällt mir. Das gefällt mir jetzt halt wieder. Da werde ich noch eine dritte wahrscheinlich hinsetzen, so wie ich die Sache einschätze. Lass mich gleich mal gucken. Vielleicht machen wir das noch. Hier erstmal gelb. Und wir brauchen auf jeden Fall schwarz ganz viel. Da würde ich sogar sagen, wir machen beide mit schwarz mal voll, dass wir da weiterkommen. So. Ey, da könnte man hier noch eine hinsetzen, wenn ich die Kiste dafür woanders hinbaue. Na ja, vielleicht können wir das noch kurz machen, weil dann bin ich zufrieden hier mit der Ecke. Ich will nur kurz schauen. Ah, hier könnte ich sie hinhängen. Ah, ist doch cool, das reicht doch. Da bin ich doch schon zufrieden. Bauen wir nochmal ein. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe Scheiße gemacht. 6 Schrott, 3 Seil, 2 Stein. Sehr schön. 6 Schrott, 2 Stein. Noch weitere 5 Schrott von hier. Und wir brauchen noch 3 Seil. So. Ja, oder? Gerade für die Momente, wenn es mal schnell gehen muss, wenn du mal schnell viel Farbe brauchst. Schön Fässer, freue ich mich schon aufs Einsammeln. So, rüber. Oh ja, das sind einige Fässer. Guck dir das mal an. Können wir auch noch mal eine Runde einsammeln, wenn ihr Bock habt. Wenn ich jetzt noch reinkomme. Ja, ich komme noch rein. Möglicherweise ziehe ich aber doch tatsächlich die Räume hier eins weiter raus. Ja, dann sind sie A wieder gleich auf mit dem Raum. Dadurch sind die Kisten hier. Ja, und ich kann die Tür um eins versetzen. Und dann passt es auch wieder. A
Aber ansonsten würde ich sagen, ist es okay. Farbmischer. Laufen alle drei. Guck mal. Die sind aber auch schnell, gell? Also es ist ja nicht so, dass man da ewig warten muss. Aber ihr kennt es, wenn man einmal was hat, dann will man natürlich gleich noch mehr. Guck mal. So, schwarz ist komplett verbraucht. Das war's. Wir könnten natürlich auch Blumen anpflanzen. Könnten wir auch machen, aber ihr kennt das ja mit der Möwe. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir switchen rüber in die nächste Folge. Ich sammle noch ein bisschen das Zeug mit euch ein, dann zu Beginn der morgigen Folge. Dann werden wir die Wiesen bauen. Wir haben nämlich hier noch sechs Schmutz. Bringen wir die Wiesen an, gucken nach den Tieren nochmal ganz gemütlich. Nächste kleine Insel gehen wir natürlich raus, Farbstoffe holen. Und dann beginnt hier bei uns der Umbau. Also der Spiegelumbau, ne? Dass wir das als nächstes machen. Den Teil, den ich jetzt hier gerade zeige, drüben aufbauen. Dann machen wir hier zu. Das muss ja bis hier rübergezogen werden und dann versetzen wir die Navigationssachen. So machen wir das. Das mit dem Spiegeln wird halt so ein paar Tage dauern, ne? Ich schätze mal ein, zwei Folgen, dann haben wir es gespiegelt. Und dann geht es um die Farben und hier natürlich dann um die Kajüte vom Alderle. Schauen wir morgen als erstes mal nach den Tieren, dass die uns nicht draufgehen. So, ich danke euch ganz lieb, dass ihr die Runde über dabei wart. Eine gemütliche, aber doch fleißige Farmrunde. So, bis morgen.